Hallo, herzlich willkommen zu Folge 370 müssten wir jetzt sein. Ich schau mal, dass wir bis Mitternacht schlafen und wir dann schauen, dass Gor Timor da irgendwie Diebstahl begeht. Ansonsten werden dann die nächste Zeit damit beschäftigt sein. Ach, aha, wer ist denn da? Er war in seinem Haus sogar. Warte mal. Ey, komm, das war doch gerade offensichtlich. Hey, warte mal. Du bist ein Arschloch, Mann. Hör doch wieder hin. Okay, das heißt jetzt entweder, dass ihr spackt, was ich nicht glaube. Das heißt Option 2. Und zwar, dass wir einen Ticken zu spät waren, wird wahrscheinlich eingetreten sein. Warte mal. Das heißt, wenn er jetzt wieder zurückläuft. Er kam ja aus Suefs Haus raus. Aber wir müssen ihn wahrscheinlich da drin überführen. Warte mal. Ja, der macht jetzt wieder einen Abgang. Schätze ich mal. Schade. So eine Kacke. Aber gut, es ist vor 0 Uhr. Ich meine, es steht ja hier auch die ganze Nacht. Meinte ja hier der Roland in seinem Logbuch, aber der haut es wieder ab, das heißt, ja. Vor 12. Ich will noch mal was aufs Maul, Nora. Ich bin schon alles cool, alles cool. Ich wollte nur den ganzen Tag durchschlafen. Sonst hatte ich gar nichts vor. So, die Frage ist jetzt erstmal schauen, wo der Kerl wieder ist. Beziehungsweise wir werden mal schauen, dass wir, na gut, ich meine, Harun finden wir das wieder etwas kniffliger. Aber Zutaten für Alvarez können wir machen. Ich muss gerade mal schauen, ob wir den Teleporter zu Nemroshs Lager auch dabei haben. Beziehungsweise hier in unserer Auswahl ist. Fester Amana brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ja, und der Nomaden nehmen wir uns zu Ork, ja, jawohl. Ich meine, wo Harun ist, wissen wir ja auch. Wer weiß, wir den Marquess suchen, oder wie er heißt. Und ich schätze mal so um 10 düse ich zurück, und da ist er ja. Am Rauchen. Na dann, sehr toll. Hallo, ich bin... Will ich gar nicht wissen. Für mich zählt nur eins. Entweder hast du den Auftrag, mit mir zu sprechen, oder nicht. In letzterem Fall hast du mich gefälligst in Ruhe zu lassen. Verstanden? Fühl ich meine so auf, Junge. Alvarez schickt mich. Was ist mit Radomirs Zutaten? Verdammt, ich. Nun, geht es auch etwas deutlicher? Ach verdammt, bisher konnten wir mit der Suche noch nicht beginnen. Und warum nicht? Es sollen Nomaden in der Nähe sein. Die machen uns doch kalt, wenn wir es wagen sollten, das Lager zu verlassen und diese dämlichen Pflanzen zu suchen. Und das soll ich jetzt Alvarez sagen, oder was? Was? Verdammt, natürlich nicht. Sag ihm, dass es noch ein wenig dauern wird. Ich glaube nicht, dass ich ihn damit zufriedenstellen kann. Radomir wird ihm sonst sicher die Hölle heiß machen. Bei Belia, ganz bestimmt. Dann sind sicher auch wir dran. Was sollen wir nur tun? Ich sehe schon, dass ich wohl die Zutaten für Radomir suchen muss. Das würdest du tun? Belia sei Dank, dann sind wir gerettet. Du bin ich zu früh. Erstmal muss ich das Zeug finden. Was solltet ihr denn alles suchen?
Hier hast du eine Liste. Alvarez hat alles aufgeschrieben, was Radomir braucht. Na schön, her damit. Weißt du, wo ich am besten nach dem Zeug suchen kann? Viele Kräuter wachsen in der Nähe von Palmen. Auch bei den Ruinen wirst du die ein oder andere Pflanze finden. Na schön, ich schau mal, was ich finde. Ich danke dir. Am besten bringst du alles direkt zu Alvarez. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit das Lager verlassen werden. Ihr seid echt Helden. Oh, ich habe sogar alles gefunden. Ich habe wahrscheinlich alles noch dabei. Ich gehe trotzdem mal kurz die Liste durch, ne? Man kann ja nie wissen. Was haben wir hier noch? Ne, stinkender Zettel. Zerknüllter Zettel. Ah, hier. Kräuterliste von Marquez. Was? Eine Tranwurzel. Oh, ein Kronstöckel. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich habe alles gefunden. Ich danke dir. Am besten bringst du alles direkt zu Alvarez. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit das Lager verlassen werden. Haben wir wirklich alles? Habe ich sogar ein Kronstöckel dabei für so einen Mist? Für so eine Jauche? Na, ich... Ach. Ja, ist auch cool. Da schwenkt er erstmal dahin. Gut, auf zum Tempel. Vielleicht tut sich jetzt wieder was. Feuerring erstmal einpacken. Freue ich mich eigentlich auch schon, den mal wieder einzusetzen. Immer wieder ein Spaß. Jetzt gucken wir mal, ob sich irgendwas bei so tut. Okay, nee, noch ist er gar nicht am Schlafen. Alvarez wohnt aber auch im letzten Gammelhaus hier. Und auch in seinem Sessel. Ich habe die Kräuter für Radomir. Ist dir meine Hilfe sonst nichts wert? Na schön, hier darfst du noch ein kleiner Wunder. Oha, nicht so viel auf einmal. Hat er noch sowas zu tun für uns? Ich speichere auch mal ab, ne? Hab schon lange mal gespeichert, nicht dass irgendwas Dummes passiert. Wie ist mein Ruf in Ashdod? Lass du das mal sehen. Selling sagt mir, dass mein Mann sich jemand vertraut. Du wirst noch da sein, wenn du mit deinem Mann zu sprechen willst, musst du schon einige Sachen. Das war mir irgendwie auch klar, in gewissem Sinne. Ein bisschen gerade. Gut, dann schauen wir mal, dass irgendwann was passiert, dass Gortimor vorbeikommt. Cloud, vielleicht hat Ferdinand noch eine Information für uns, ich glaube es aber nicht. Nee, leider nicht. Also wissen wir bis 0 Uhr schlafen, ich mache jetzt gerade mal einen Test, ich speichere ab. Schlafen wir mal kurz bis 12 und guck, ob wir wirklich dann nochmal aus dem Haus rauskommt. Das liegt doch auf der Hand. Nur um auch immer sicher zu gehen. So, jetzt wäre Mitternacht gerade. Wir sehen Gortimor rauslaufen. Ich spring direkt mal hin. Aber in Aktion nicht möglich. Gut. Das heißt, Spiel laden. Und ja. Entweder warten oder. Ja. Gut, Alternativen gibt's gar nicht. Wir hätten jetzt ein bisschen Sachen klauen können, aber das meiste haben wir ja schon gehen lassen. Ich bleib mal hier beim Speichern. Also ich lasse mal den Speicherpunkt hier und gehe nochmal ganz kurz zu Nemroschs Lager und rede nochmal mit Harun. Der ist ja gar nicht so weit weg. Also wenn es der ist, den ich gerade denke, dass es der ist.
Jetzt habe ich gerade im Moment aber keine Übersicht, wenn ich ehrlich bin. Da ist das Orklager, okay, dann irgendwo da. Oder? Ach du Scheiße. Ich sehe ja gerade gar nichts. Jetzt wird's schon besser. Ja, jetzt wird's besser. Gut, dann müssen wir ein bisschen hier hin. Die großen Felsen sind ja immer wieder Monster, das wissen wir ja. Aber die haben wir ja schon alle erledigt, denke ich. Dann, genau. Ihr könnt mir gerne noch helfen bezüglich der Quest mit den Nordmar-Kerlen. Die sind ja auch noch hier, aus unbekannten Gründen. Saladins Beute. Ich weiß immer noch nicht, welche Höhle das genau ist. Also falls einer von euch das irgendwie beschreiben könnte oder beschreiben wollen würde, ich zwinge hier niemanden, dann wäre das recht freundlich. Ansonsten gut, den Diebstahl in Ashdod, da sind wir ja soweit an der Sache dran. Ich benutze jetzt mal ein bisschen K, weil es mir irgendwie zu blöd. Weil wir sind ein bisschen unter Zeitdruck auch. Wegen dem Guatimor. Da hinten sind Haruns Zelt, deswegen düsen wir da jetzt mal hin mit K. Ich weiß, das sieht auch ein bisschen, das ist ein bisschen scheiße für die Augen. Jetzt ein bisschen rumspackt. Aber der Laufwerk wäre sonst ein bisschen träge hier, so ein bisschen Käse. Zeig mir deine... Alles. Das heißt, so, wir müssen jetzt wahrscheinlich alles kaufen, ne? War ja wieder klar, es bleibt an uns hängen. Vielleicht kündere ich nehmen wir aber mal mit. Brauchen wir nämlich immer. Und hast du irgendwie Wein dabei? Sieht nicht danach aus. Na klasse. Was wirst du jetzt machen? Ich wollte eigentlich nach Ashdod reisen, um mit den dort ansässigen Händlern Geschäfte zu machen. Aber vielleicht kannst du ja diese für mich erledigen. Es soll dein Schaden nicht sein. Für jeden erfolgreichen Geschäftsabschluss würde ich dir 100 Goldstücke zahlen. Ja, ich bin schon voll dabei. Und mit wem soll ich in Ashdod Geschäfte machen? Nun, da gibt es einige Leute, die in Betracht kommen. Zunächst die Händler. Diese heißen Suef, Selim und Alfonso. Mit denen solltest du auf jeden Fall reden. Auch Ibrahim, der die Arena leitet, ist ein alter Geschäftsfreund von mir. Sprich mit ihm. Außerdem kannst du den Schmied Ortega ansprechen. Vielleicht hat er was für mich. Aber vor allen Dingen solltest du mit Alvarez, dem Vertrauten des Schwarzmagiers Almanzor, sprechen. Ich denke, das waren alle. Viel Erfolg. Zeig mir deine... Ja, der Punkt ist, Kollege, ich habe einen Auftrag. Aber... Nun ja. Ich kann dich nicht drauf ansprechen. Das ist jetzt irgendwie doof. Was möchte für seinen Herrn von Harun 5 Flaschen Wein aus Tarsus kaufen? Ja, hallo, Kollege. Zeig mir das. Der hat sie aber auch nicht hier zum Angebot, ne? Man kann sie nicht einfach kaufen. Das ist irgendwie blöde. Aber gut, wir verpissen uns wieder. Also, dass wir da keinen Teleport hin haben zu Harun, das wäre echt hilfreich. Die ganze Sache ein bisschen einfacher machen. Jetzt haben wir hier mal 10:30 und ich bin da hoch. Hallo, ich bin unter Zeitdruck. Ich kann nicht sagen, wann was wie passiert. Diesen Dieb aufhalten. Hey. Gut, dann können wir mit Zuhörer reden. Beziehungsweise brauchst du was? Du bist meine Rettung. Ich brauche Sumpfkraut. Eine Menge Sumpfkraut, verstanden? Wie viel brauchst du? Wie viel? Nun, sagen wir mal 50 Stängel. Das müsste für das erste genügen. Das könnte natürlich auch sein, dass wir erstmal alle Bestellungen so aufnehmen und dann alles abgeben. Das macht Sinn, ja gut. Das könnte klappen. Harun schickt mich. Brauchst du was? Meine Pfeile gehen mir langsam aus. Ich will daher sicherheitshalber noch welche bei ihm kaufen. Gut, an wie viel dachtest du?
200 Stück müssten erstmal reichen. So, und der letzte Händler? Harun schickt mich. Brauchst du was? Das trifft sich gut. Ich brauche noch 5 Waffenbündel. Verkaufst du so viele Waffen? Ja, unsere Krieger brauchen sie für den Kampf gegen die Nomaden. Alles klar. Von Gortimor fehlt noch jede Spur. Wo ist denn Ortega? Ah, da ist er, hey. Da sitzt er ja. Dachte schon, da wäre ich zu Hause. Ja, warum? Achso, klar, wegen dem Stärke. Ich komme von Harun. Gold. Von Harun? Was will er? Hat er nicht die Kiste Erz für mich? Du brauchst Erz? Klar brauche ich Erz. Und das schon seit längerer Zeit. Ich dachte jetzt, du hast etwas für mich. Anscheinend nicht, was? Nein, zumindest im Moment nicht. Ich werde aber Harun fragen, ob er eine Kiste Erz für dich dabei hat. Na, da bin ich mal gespannt. Also Ortega gerät ja immer an die falschen Leute. Der handelt mit Leuten, die immer unzuverlässig sind anscheinend. Das ist natürlich perfekt. So, wir müssen sogar, ich weiß gar nicht, haben wir alle, ich muss kurz schauen. Ortega haben wir, Alvarez haben, ach genau, der Arena-Leiter. Da bewegen wir uns jetzt wieder ein bisschen weg von der hier so Hauptkeil der Stadt. Hier schauen, ob sich irgendwo ein Gortimor nähert, und das scheint nicht der Fall zu sein. Also, wir sprechen mal mit Ibrahim. Harun schickt mich. Brauchst du was? Ja, ich würde von ihm gerne einen guten Teppich aus Morgasul kaufen. Aber mehr als 600 Goldstücke zahle ich nicht dafür. Alles klar. Bestellung ist soweit aufgenommen. Das sind alle Bestellungen. Fällt ihn ein Randalier da oben gerade, aber der rennt eher zu seinem Bett. Suef schläft immer noch nicht. Und Gortimor könnte sich jetzt eventuell schon mal nähern. Ich weiß es ja nicht. Hier haben wir eine gute Übersicht, aber man sieht ja nichts. Zumindest nicht, was sich bewegt. Der Sprung sah gerade sehr seltsam aus. Ferdinand schläft schon. Mehr entdeckt, da drüben ist jemand auf dem Dach, oder? Dann treiben wir uns ein bisschen die Zeit hier. Könnte aber auch sein, dass es einfach nur eine Textur ist oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich ein Brett oder sowas, jetzt halt auf dem Dach schaut. Und gerade ist alles ruhig. Wie gesagt, ich hoffe, das irritiert mich so hart mit dem bis Mitternacht schlafen, weil dann ab Mitternacht war ja Gortimor genau in Suefs Haus. Aber da konnte man ihn nicht zur Rede stellen. Das heißt, vielleicht müssen wir jetzt einfach manuell wirklich warten bis 0 und dann schauen wir, ob irgendwas passiert. Ansonsten, ja, werden wir die Bestellung dann... Ich überlege gerade, ob wir das noch diese Folge oder nächste Folge machen, weil in 2 Minuten ist die Folge auch rum. Das heißt, entweder beende ich die Folge dann und schaue dann offscreen, ob irgendwas passiert noch. Oder wir schaffen das jetzt noch in 1-2 Minuten, was ich mir nicht glaube, weil ich eben nichts sehe. Weil Gortimor sich nicht nähert, noch nicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann Haruns Bestellungen aufnehmen. Und dann hoffentlich nochmal Pluspunkte bei Alvarez bzw. Almanzor sammeln. Ich dachte, da hinten jetzt was bewegt. Ich habe mich übergeirrt, schade leider. Aber wie gesagt, ich glaube ab 0 Uhr beginnt dann so gesehen das Event.
spricht, dass Gortimor herläuft. Aber wenn man eben bis 0 Uhr pennt, dann ist es halt ein bisschen verkorkst. Also man soll halt wirklich ein bisschen warten. Ich mag so Quests zwar eigentlich eher weniger, aber... Gut, jetzt haben wir eben 0 Uhr und alle bewegen sich. Das heißt, die, die noch wach sind, werden jetzt wahrscheinlich schlafen gehen, so Adepten. Das heißt, ein paar Assassinenwachen bleiben übrig. Und Gortimor könnte sich jetzt wahrscheinlich in Bewegung setzen. Der hat dann auch einen weiten Weg, deswegen ist alles ein bisschen beschissen ist. Aber naja. Ich weiß gerade nicht, dass er sich vielleicht in sein Haus reingebeamt hat, weil Suev schläft genau jetzt. Das heißt, jetzt würde es sich anbieten, dass Gortimor eben vorbeikommt und Diebstahl begeht, weil wir wissen ja, dass es Gortimor ist, weil wir ihn ja jetzt schon zweimal ertappt haben. Nur blöderweise halt eben das Event so verkorkst war, dass er halt eben in dem Moment rausläuft, in dem Moment, in dem wir dann eben gerade erst aufstehen. Da ist der Diebstahl schon geschehen und man kann ihm wahrscheinlich nichts nachweisen, auch wenn er aus Wolfs Haus kommt und wahrscheinlich auch geklaute Ware dabei hat. Aber naja, gut. Dann schauen wir mal, dass sich das in der nächsten Folge alles erledigt. Und wir sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.